Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen, nicht mehr ganz morgen, jetzt ist es eine Minute nach 12. Willkommen zum dritten Vienna Humanities Festival. Mein Name ist Matti Bunzel, ich habe die Ehre und Freude, dem Wien Museum vorzustehen. Und wir beginnen jetzt etwas, wo ich mich freiwillig gemeldet habe und auch sehr urgiert habe und das vielleicht sehr bereuen werde. Das werden wir morgen am Abend wissen. Wir haben uns nämlich gedacht, bei einem Festival, dass das Thema Macht und Ohnmacht hat. Natürlich ein Thema, das über die Fragen wie den Rechtsruck, den Populismus, die Situation der Welt, generell verschiedenste Denker, Denkerinnen, Schriftstellerinnen zusammenbringt, dass wir auch eine ganz bewusste Schiene haben wollen über die Wiener und österreichische Geschichte. Und da hat sich natürlich ein Jahrestag angeboten, 100 Jahre Republiksgeschichte, 1918, 2018. Und dann war ein bisschen so kreatives Rechnen, also das Festival ist ja, das Herz des Festivals sind diese zwei Tage, Samstag und Sonntag, jeweils 5 Sessions. Und das ergibt 10 Sessions, die theoretisch im Atrium des Wien-Museums stattfinden können. Und von da war es dann, ja, das ist die Eleganz von Zahlen, 100 Jahre, 10 Episoden, also 10 Jahrzehnte, versuchen wir doch einen Marathon über die österreichische Geschichte. Und diese Idee ist Anfang des Jahres geboren worden und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich beim Dirk Rubner und beim Oliver Rathkolb, die uns dann geholfen haben, das zusammen zu organisieren. Da ist dann auch die Zeitschrift Zeitgeschichte dabei. Und ja, was wir zusammengestellt haben, ist, ich glaube, man kann sagen, ein Who's Who der österreichischen Zeithistoriker-Innung, die mit mir gemeinsam hier im Atrium einen Marathon durch 100 Jahre Republiksgeschichte unternehmen werden. Und die ersten beiden, also es ist, ich werde immer hier sein, das wird Ihnen Fahrt werden, aber es wird insofern sehr spannend, weil in den anderen Sesseln werden bei jeder Session 2 HistorikerInnen sitzen. Wir haben da ganz bewusst auch darauf geschaut, dass es möglich sein sollte, immer 2 Generationen auch vertreten zu haben, weil die Frage, wie man, ja, du bist die junge Generation. Die Frage, wie man über Geschichte und bestimmte Episoden nachgedacht hat und wie sich das geändert hat, ist auch ein Thema. Also es geht hier um Geschichte, es geht aber auch um Geschichte mit im Sinne von Historiografie. Und das wollten wir auf jeden Fall reflektieren. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich eben 2 Kollegen hier habe, die das Ganze beginnen mit 1918 bis 1928. Die Regina Fritz, die, ich hoffe, ich habe den Titel jetzt richtig, also Assistentin Postdoc am Lehrstuhl für neueste allgemeine und osteuropäische Geschichte an der Universität Bern. Ich werde immer vorstellen mit dem Titel und dann mit einer Publikation. Das Problem ist, wenn man alle 20 Historikerinnen zusammenzählt, haben die gemeinsam hunderte Publikationen, also jeder kriegt eine. Du kriegst, ich glaube es war deine Diss, nach Krieg und Judenmord Ungarns Geschichtspolitik seit 1944, aber du beschäftigst dich mit vielen Aspekten der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Helmut Konrad, Emeritus-Professor für Geschichte und auch eben als Rektor der Universität Graz. Und du hast einen Titel, das ist, war schwer, aber sehr relevant für unser jetziges Event, der Erste Weltkrieg, die große Erschütterung und der Keim des Neuen. Gemeinsam mit dem Manfred Rauchensteiner, der später heute noch kommt, für ein anderes Jahrzehnt. So, bevor ihr redet, haben wir noch eine Sache. Wir sind ja ein Museum, das wissen Sie alle, wir sind das Wien-Museum. Und wir haben uns gedacht, wir sind alle Historikerinnen hier im Haus, aber ihr arbeitet vor allem mit Texten, obwohl du bist ja auch ein Kurator mittlerweile, aber wir arbeiten natürlich vornehmlich mit Objekten und wir überlegen uns immer, wie kann man durch Objekte Geschichte erzählen. Und wir haben eine tolle Sammlung und ich habe mich gemeinsam mit unserem großartigen Kurator Gerhard Milchram, haben wir uns zusammengesetzt und haben uns noch eine Aufgabe gestellt, wieder ein Formalismus, wenn wir 10 Sessions haben zu 10 Jahrzehnten, wollen wir ein exemplarisches Objekt für jedes Jahrzehnt aus unserer Sammlung finden. Und dieses Objekt wäre dann oder wird der Startpunkt sein für unsere Diskussion, die insgesamt pro Jahrzehnt eine Stunde dauern wird. So, um das Ganze noch stärker performativ und theatralisch zu machen, werde ich jetzt aufstehen und dieses Objekt für unser erstes Objekt für das erste Jahrzehnt gemeinsam mit der Denise enthüllen. Ah. Na schau, das war schon ein Fehler und das wird noch alles gefilmt. Schrecklich, schrecklich, schrecklich.
die Idee ist natürlich, Sie können es dann sozusagen im Blickwinkel sehen, aber es ist natürlich dann offen und in der Pause können Sie es natürlich dann ganz genau anschauen. Sie sind verdeckt einerseits wegen der Theatralik, um die Spannung zu erheben, aber eigentlich wegen den konservatorischen Sachen. Wir sitzen hier in einem Atrium, was zwar irgendwie sehr cool ist und sehr spektakulär, aber vom Konservatorischen her eine Katastrophe. Also wir haben sehr gerungen mit unseren Restauratorinnen und sie haben uns erlaubt, jedes Objekt für 2 Stunden zu zeigen. Nicht mehr und nicht weniger. Okay, ready? Okay. Wer von euch beiden will beginnen, uns ein bisschen was über dieses Objekt zu erzählen, als Beginn für 1918 bis 28? Regina? Was sehen die Leute hier ganz im Eck? Ich dachte, es gibt noch ein Eingangsstatement dazu. Ist das Eingangsstatement? Okay. Ja, es ist ein Buch von Luitpold Stern, Der Rückkehr des Prometheus, also eine Balladensammlung, 1927 erschienen. Und ich denke, dieses Objekt repräsentiert einerseits sehr gut diesen kulturellen und sozialen Reformwillen der Sozialdemokratie, wie sich dann auch in Roten Wien sehr gut exemplarisch manifestiert hat. Aber was hier auch sehr schön deutlich wird, ist unser übergeordnetes Thema Macht und Ohnmacht. Denn es geht in diesen Balladen um literarische und auch um historische Figuren, die sich gegen die herrschende Macht wenden und sich für die Schwachen einsetzen. Also wenn man eben an Prometheus denkt, der das Feuer den Menschen bringt, wobei das Feuer eben auch als Metapher zu verstehen ist für Bildung und Kultur und sich damit gegen Zeus wendet, bis hin zu anderen historischen Figuren wie Harriet Tubman zum Beispiel, der ebenfalls eine Ballade gewidmet ist, die sich in der Sezessionskrieg für die Sklaven als Fluchthelferin sozusagen beteiligt hat, damit sie in den Norden der USA oder nach Kanada gelangen. Das heißt, was hier, glaube ich, auch in diesem Objekt exemplarisch sichtbar wird, ist auch die revolutionäre Rhetorik, die die Sozialdemokratie in den 20er, 30er Jahren kennzeichnete und letzten Endes auch zwei Folgen hatte. Einerseits hat die Sozialdemokratie damit ganz gut geschafft, der Kommunistischen Partei und auch den radikalen Linken den Wind aus den Segeln zu nehmen und damit vielleicht auch einen kommunistischen Umsturz in Österreich zu verhindern, wie es in Bayern oder in Ungarn 1919 zu beobachten war. Andererseits hat aber dieser Verbalradikalismus auch jene Lagerbildung dann zur Folge gehabt, die dann letzten Endes in gewisser Weise auch zum Scheitern dieser Ersten Republik geführt hat. Toll. Nein, das ist... Oh Gott, Helmut, was ist deine Assoziation mit dem... Und erzähl uns vielleicht doch ein bisschen, der Autor dieses Buches ist jemand, den ich für unheimlich spannend halte, aber der ein bisschen vergessen ist. Und vielleicht irgendwann, vielleicht könnte man eine Ausstellung im Wien-Museum machen zu dem. Ich halte ihn für wahnsinnig spannend. Ich würde erstens nicht nur von einem Autor reden, sondern von einem Duo. Okay. Weil es ist nicht nur Luitpold Stern, sondern es ist auch Schatz, der ja der Grafiker ist von dem Ganzen. Also Texte, Luitpold Stern. Text, Stern, Grafik, Schatz. Und genau Zeit oder im gleichen Jahr 27 haben die beiden ja ein wesentlich voluminöseres, ganz großes, 20 Kilo schweres Buch gemacht, das im Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung liegt. Das heißt, die neue Stadt ist dem Bürgermeister gewidmet, stilistisch genau gleich wie der Prometheus, aber sozusagen eine Gabe an den Bürgermeister, sagt, hier entsteht für den neuen Menschen die neue Stadt. Und Luitpold Stern ist als Literat ja nicht ganz unvergessen. Karl Stadler hat sein Buch genannt Opfer verlorener Zeiten. Es ist kein Held, der da viele sind. Opfer verlorener Zeiten heißt das Luitpold Stern Gedicht dazu. Man könnte also über Luitpold Stern schon das eine oder andere sagen. Er steht aber meines Erachtens nicht nur für das große Heroische, sondern er steht auch für eine sehr eigenartige Komponente, die die Sozialdemokratie in der Zwischenkriegszeit natürlich auch hat, und Luitpold Stern ist der ausgeprägteste Repräsentant dafür, das ist diese qua religiöse Überhöhung der gesamten Bewegung. Er nennt also das Buch Die neue Stadt auch Psalmen, dort schreibt er Psalme. Dass das Prometheus heißt, ist ja auch nicht zufällig, sondern hier entsteht das Bild, dass wir tatsächlich eine sozusagen nicht nur Politik macht,
nicht nur Lagerbildung macht, nicht nur sagt, da die Sozialdemokratie, da die anderen, da das Rote Wien mit allen Leistungen, die ja sozusagen auch Tatsachen sind, die kann man ja nicht nur, also wird auch niemand verleugnen können, sondern auch sagt, das Ganze hat einen Art qua religiösen Charakter. Ist also die Sozialdemokratie in dieser Wiener Form auch eine Art Ersatzreligion. Und das kommt in diesen Schriften ganz deutlich zum Ausdruck. Wir machen den neuen Menschen. Man war wahrscheinlich in keiner anderen Gegend der Welt, wo man immer wieder neue Menschen diskutiert hat, bis ins maoistische China, wo immer so nahe dran tatsächlich dieses Konzept des neuen Menschen in die Realität überzuführen. Und da war der Bildungsfunktionär Luitpold Stern einer der Führenden, der, also genau diese Konzepte, die auch sozusagen den Glauben an dieser Konzepte an der breiten Bevölkerung vermittelt haben. Die Realität war natürlich anders. Es hat die jungen Intellektuellen gegeben in die VSM-Mitten, also der VSM, wenn man so will, die sozusagen dieses jüdisch-intellektuelle Milieu, das diesen neuen Menschenstatus auch tatsächlich gelebt hat. Die Realität, wenn man über Grubers Bücher liest, über das Leben im Gemeindebau, hat ein bisschen anders ausgeschaut in den Gemeinschaftswaschküchen und so, wo man sich gedacht hat, da wird die große Solidarität entstehen. Da ist dann der Kampf um die Waschzeiten entstanden und also da war Basena angesagt und nicht neuer Mensch sozusagen. Das heißt, wir haben diese Ambivalenz, dass an der Oberfläche und im intellektuellen Milieu der Versuch gemacht wird zu sagen, das, was die Sozialdemokratie hier vorlebt und inszeniert, ist eine Überhöhung einer politischen Idee. Und die Realität in einem durchaus insgesamt gelungenen sozialen Experiment des Roten Wien ist aber durchaus differenziert zu sehen. Und wenn man über Wien hinausschaut, dass hier die Sondersituation hat, weil ja Wiener Bundesland die Steuerhoheit hat, ganz andere Sachen machen kann, dann schaut die Sozialdemokratie etwa in der Gegend, wo ich herkomme, ich verschweige es, wenn man es nicht hört, da schaut es doch ganz anders aus. Da möchte ich total hin. Also zuerst einmal muss ich was in eigener Sache haben. Ich sehe da den Werner Schwarz. Der kuratiert gerade oder organisiert mit einer tollen Gruppe eine große Rotes Wien-Ausstellung. Wir mögen ja Jahrestage. Also das Rote Wien beginnt 1919. Also 2019 eröffnen wir eine große Ausstellung. Und ich glaube, das sind alles Themen, die durchaus prominent sein werden. Aber gehen wir genau dahin. Also Wien versus Österreich. Also wir sind also in unserem Jahrzehnt jetzt 18 bis 28, also das Rote Wien endet 1934, also wir reden, wir sind 28, 27, 28 vielleicht am Höhepunkt des Roten Wiens oder vielleicht noch nicht ganz. Wie seht ihr dieses Wiener Projekt im Gegensatz zum österreichischen Projekt? Weil es ist, glaube ich, im Verständnis der handelnden Akteure durchaus ein urbanes Experiment, das sich im Gegensatz sieht zu einer österreichischen Dominanz. Wie schätzt ihr das ein? Ja, fang ich an mit dem Antwortversuch. Es ist natürlich tatsächlich so, dass wir uns knapp vor dem Höhepunkt des Roten Wien befinden. Gerhard Boetz ist ja dann bald dran, der eigentlich für das Jahrzehnt am meisten zu sagen hätte als Schattenmesser von dem Ereignis, das im 27er Jahr ja die Republik verändert hat, also mit dem Justizpalastbrand. Und da zeigt sich ganz genau das, dass diese Selbstüberhöhung der Wiener Sozialdemokratie auch zu einer Sprache und zu einem Agieren in der Öffentlichkeit geführt wurde, das an der Basis nicht hundertprozentig so angekommen ist, wie man es sich oben gedacht hat. Regina hat ja eingangs gesagt, das hat natürlich auch Methode. Das hat Methode, dass links kein Platz sein sollte von der Sozialdemokratie. Das hat Methode, dass die wirkliche, also der nächste Schritt ins Revolutionäre nicht gemacht wurde und so weiter. Aber Wien und die Bundesländer unterscheiden sich eben tatsächlich. Es gibt auch sozialen Wohnbau in Linz, es gibt auch sozialen Wohnbau in Graz durch rote Bürgermeister. Die haben aber wesentlich geringere Handlungsspielräume, weil die Landesregierungen jeweils konservativ sind und dass konservative Landesregierungen damit die ökonomischen und auch sonstigen Handlungsspielräume der Sozialdemokratie nicht das Gleiche machen können wie Wien, das auch Bundesland ist. Das ist vielleicht der entscheidende Unterschied. Und ich denke, das Rote Wien wird außerhalb der Bundeshauptstadt von sehr vielen Sozialdemokraten auch ein bisschen kritisch beäugt, die ihre anderen Ängste haben. Im Süden Österreichs die,
die Grenzängste gegenüber dem Slawentum, den Antisemitismus, der in den Bundesländern stark ist und der auf Wien geschaut, immer halt, die sind doch die jüdischen Führer der Sozialdemokratie, der ist sicher im Süden Österreichs, ich rede mal vom Süden, nicht nur vom Westen vielleicht auch, ausgeprägter als anderswo. Wir haben also diese Idee der Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit, muss man wirklich sagen, wenn man auf Wien schaut, kann man ein Bild zeichnen. Wenn man auf Österreich schaut, differenziert sich dieses Bild sehr deutlich aus. Das interessiert mich jetzt, Regina, weil du unterrichtest jetzt, wie lange bist du schon in der Schweiz? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Also darfst du in der Schweiz österreichische Geschichte unterrichten? Interessiert das dort Wien? Dürfen schon. Tust du es? Also es ist teilweise Thema, aber dadurch auch, dass ich einen Schwerpunkt auf osteuropäische Geschichte gesetzt habe oder also im Lehrstuhl gesetzt wird, ist es eher ein Randthema. Wobei aus der Schweiz sehend ist Österreich natürlich auch Osteuropa. Ich meine, mich würde total interessieren, wenn du jetzt, sagen wir, über das rote Wien aus einer, weil ich war ja lange in den USA und also natürlich habe ich über Wiener und österreichische Geschichte geforscht und gearbeitet, aber ich war ja ständig in einem Rechtfertigungsdruck. Who cares? In der Schweiz sind wir näher, aber was, ich meine, wie würdest du Studenten, Studentinnen in der Schweiz die Bedeutung des roten Wiens näher bringen? Weil ich meine, wir sitzen hier und ich meine, uns ist irgendwie aus verschiedenen Kontexten, politisch, persönlich, historisch natürlich eingebaut worden, so ein unglaublicher Moment. Ist das rote Wien eine Kategorie, die relevant ist, sagen wir aus der Schweiz oder der westeuropäischen Perspektive? Es ist sicherlich relevant und es wurde in vielen Ländern auch als Modell gesehen, weil hier wirklich etwas Neues geschaffen wurde, eben auch ein Experiment, eine Art Laboratorium, wo sehr viel sozialdemokratische Ideen Verwirklichung finden oder ein Versuch stattfindet, etwas auf die Beine zu stellen, angefangen mit dem sozialen Wohnungsbau bis hin zu Bildungspolitik, wo dann aber auch teilweise von Bundesebene denen auch dann Grenzen gesetzt werden, vieles dann vielleicht eben zum Beispiel die Gesamtschule nicht umgesetzt werden kann, wie es angedacht ist. Aber in der universitären Lehre ist halt sicherlich so, zumindest in der Schweiz habe ich schon den Eindruck, dass eher das Interesse da ist für die nationale Geschichte und Österreich vielleicht doch als zu, also eigentlich ist es gleich um die Ecke, aber trotzdem ist es zu weit weg, also vom Staatsform und von der Geschichte her, also ich habe nationalsozialistische Geschichte zum Beispiel dort unterrichtet und ich habe, die Studierenden haben halt einfach wenig Bezug dann zu dieser Zeit, die haben einfach eine ganz andere historische Entwicklung, dieses Land eben durchgemacht und deswegen fehlt dann in gewisser Weise der Verständnis für ja eben auch dieser Umbruch nach dem Zusammenbruch der Monarchie, für die diktatorische Entwicklungen, Staatsformen und eben Kalter Krieg und so weiter, dadurch, dass eben in der Schweiz zum Beispiel diese Jahre ganz anders erlebt und erfahren wurden. Spannend, spannend, spannend. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Also wir waren jetzt schon im Roten Wien, aber das Rote Wien, wir haben ja 1918 bis 28. 1918 ist das Rote Wien noch eine Zukunft. Eine Diskussion unter euch Historikerinnen, die mich sehr, sehr fasziniert, ist die Frage, und die ist für mich also sehr relevant auch in diesem Jahr, von 1918. Was war 1918? Und da gibt es eine Diskussion, die auch teilweise ihr schon geführt habt, ihr persönlich, aber ich möchte eure Position wissen. War 1918 eine Revolution? Ja oder nein? Und warum ist das eine relevante Frage? Weil sie wird immer wieder diskutiert. Ob 1918 eine Revolution war oder nicht, ist die Frage, wie man Revolution begrifflich fasst. Ich habe ein sehr einfaches Modell dazu und sage, eine Revolution ist eine einseitige Änderung einer bestehenden Gesellschaftsordnung, die im Gegensatz zur Konterrevolution mehr Menschen politische Mitsprache bringt, also den Zugang zur Macht erweitert, die einseitig verläuft und nicht notwendigerweise mit Gewalt, aber doch sozusagen im Durchsetzen von gesellschaftlichen Modellen. Unter dem Gesichtspunkt ist die österreichische Revolution, wie Otto Bauer schreibt, tatsächlich eine Revolution. 1918 kommt das Frauenwahlrecht, mehr Menschen dürfen wählen gehen, es entsteht die Demokratie, es wird die Monarchie abgelöst, also es wird eine Regierungsform, eine Staatsform durch eine andere ersetzt und mehr Menschen haben in diesem neuen Staat die Mitsprache. Mit dem so einfachen Revolutionskonzept könnte man sagen, es war eine Revolution. Auf dem zweiten Blick muss man natürlich sagen, die Revolution hat sozusagen weniger darin bestanden, dass die
österreichischen Menschen jetzt massiv die Demokratie eingefordert hätten und auf der Straße waren und gesagt haben, wir erkämpfen uns jetzt eine neue Staatsform, sondern das, was da passiert ist, ist natürlich auch äußeren Einflüssen geschuldet. Das heißt, im Wesentlichen äußeren Einflüssen geschuldet. Der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie ist ja kein revolutionärer Akt. Naja, ist auch ein revolutionärer Akt von innen, wenn man sozusagen an die Entstehung der Tschechoslowakei, an den SAS-Staat und so weiter denkt. Aber es ist nicht so, dass sozusagen das, was das der Rest Österreich ist, als Massenbewegung von unten das umsetzt, sondern es ist im Wesentlichen eine Revolution, die getragen wird von den Leuten, von den gleichen Leuten, die schon vorher Politik gemacht haben. Also wenn man so will, von den Reichsratsabgeordneten aus den verschiedensten Teilen der Monarchie, die dann in ihren jeweils nationalen, meint damals sprachlichen Kontexten versuchen, das Erbe der Monarchie umzusetzen. Das heißt also, ich glaube, man kann Revolution sagen. Ich bin also auch Otto Bauers Meinung, es war Revolution. Man muss aber eingeschränkt sagen, die Revolution ist getrieben durch äußere durch Umstände von außen, durch Kriegsniederlagen, durch Hungersnöte, durch alles Mögliche, was nicht keine internen Faktoren sind, die sich aus einer Frühgeschichte der Republik ergeben, was eine echte Revolution wäre, wenn man plötzlich nicht gewusst hat, was passiert jetzt wirklich, und dann hätte eine Volksbewegung, also so was in Ungarn passiert ist, würde man als Revolution bezeichnen können. Was in Österreich passiert ist, kann man nur mit meinem sehr weichen Revolutionsmodell unter dem Begriff Revolution subsumieren. Da muss ich schon wieder was in eigener Sache sagen. Du hast gesagt, die Republik wurde nicht erkämpft, und ja. Ich glaube, das ist eine nur dass klar wird, dass das sind Dinge, die diskutiert werden, weil wir eröffnen am 24. Oktober eine Ausstellung, und weißt du, wie sie heißt? Die erkämpfte Republik. Naja, gut. Also, nein, ja. Es ist eine andere Position, und das macht ja Geschichte ja. So spannend, weil, und nur, dass du weißt, also die Empirie dieser Ausstellung, die vom Anton Holzer kuratiert wird, ist ein Bestand an Fotos. Es war der erste politische Umsturz, der von Fotojournalisten begleitet wurde, ja. Und wir haben also sehr, sehr viele Fotos von Menschen auf der Ringstraße, und dann ist es natürlich eine Frage, Cause and Effect, wie war diese Mobilisierung konstitutiv? Ich bin vielleicht eher bei dir, dass es vielleicht nicht war, aber es gab natürlich Manifestationen, und wir versuchen das auch fotohistorisch anzuschauen. Aber die Entscheidungen sind ja längst am 12. November gefallen. Die sind ja alle schon Ende Oktober gefallen. Das heißt, Ende Oktober war klar, das, was hier ist, ist ein Freudenakt, dass es gelungen ist. Ja. Die Menschen gehen zum Parlament und sagen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist es offiziell. Ja. Aber die Reichstagsabgeordneten über die Staatsform und die langen Verzichtsverhandlungen mit dem Kaiser Karl, der dann mit Bleistift unterschrieben hat, dass es schlimmstenfalls wieder ausradiert werden kann. Der Renner, der nicht hochgelassen wird im Schloss, sondern in der Küche sitzen bleiben muss, das ist ja alles vorher passiert. Und das hat alles auch eine gewisse Karikaturform von Revolution. Das, was sich am 12. November vor dem Parlament abgespielt hat, ist eine, ich sag's einmal ein bisschen jetzt übertrieben und aus dem Bauch raus, eine Dankeskundgebung. Ja? Aber da wird nichts mehr erkämpft, da ist alles da. Wir müssen dich einladen im Begleitprogramm, damit du uns dann sagt, wie falsch wir sind. Regina, ich bitte antworten, aber ich möchte dich ganz kurz, du bist ja eine Historikerin Ungarns auch. Und was ich wirklich, für mich eine große Frage, ich meine, warum, zuerst einmal erinnern uns dran, was in Budapest passiert ist, genau zu der gleichen Zeit. Und was ist unser Verständnis als Historiker, warum genau das in Wien oder in Österreich nicht passiert ist? Weil Budapest und München hatten eine viel revolutionärer, radikaleren Moment, und der ist in Wien ausgeblieben. Ja, wobei man in Ungarn natürlich sagen muss, dass zunächst eine sozialdemokratische Koalitionsregierung an die Macht kommt, bevor es zu diesen Räterepublik, also zu der Einrichtung der Räterepublik 1919 gekommen ist. Aber ja, ich würde auch sagen, also gerade auch, wenn man Österreich in einem europäischen Vergleich anschaut, dass eben der Übergang zur Republik hier viel friedlicher letzten Endes verläuft. Und ich denke, das hat aber auch ein bisschen mit den Umständen zu tun. Die anderen Staaten lösen sich dann von Österreich ab, und Österreich bleibt nichts anderes über, als eben zu einer eigenen Staatsform zu finden, wobei auch nicht unbedingt ein Konsens darüber herrscht, was das für eine Staatsform jetzt sein soll. Also, dass es demokratisch sein soll, da sind sich die Sozialdemokraten, die Christlich-Sozialen sich einig. Aber ob es jetzt tatsächlich republikanisch sein soll oder vielleicht doch eine monarchistische Staatsform, darüber gibt es Uneinigkeit. Und ich glaube einfach, die Umstände auch angesichts der Friedensverhandlungen, wo es dann auch klar ist, auch aus Druck aus dem Osten sozusagen, von den ehemaligen
Staaten, der neuen Nationalstaaten quasi, der Habsburger Monarchie, wo es dann klar ist, Habsburg darf es auf keinen Fall mehr sein und geben in Österreich, wie dann diese Entscheidung gefällt, zu einem republikanischen, also eben die erste Republik letzten Endes zu gründen, wobei eben gerade in der Sozialdemokratie auch zunächst der Wunsch da ist, sich an das Deutsche Reich anzuschließen. Wobei es hier natürlich nicht, wie wir ja wissen, um einen Anschluss an ein nationalsozialistisches Deutschland geht, das gibt es zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, sondern eben um Anschluss an die Weimarer Republik und eben auch dadurch eine Stärkung gewisserweise der Sozialdemokratie. Und Andrin, warum und wie kommt es zu der Räterepublik in Budapest? Also es beginnt sozialdemokratisch, was passiert da genau? Das hat an und für sich viel zu tun mit diesen territorialen, zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen, die nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie gerade diesen Raum halt sehr stark kennzeichnen. Es gibt einen Vorstoß von rumänischen Gruppen und tschechischen Gruppen, tschechoslowakischen Truppen, teilweise unterstützt auch von französischen Armee, und die Sozialdemokratie erkennt dann irgendwann, dass seine Politik der Versuch sozusagen den Alliierten entgegenzukommen und hier vielleicht zu einer friedlichen Lösung zu kommen und dadurch vielleicht die Grenzen auch zu erhalten, nicht funktioniert und übergibt dann sozusagen die Macht an die kommunistische Partei. Also das ist eigentlich kein gewaltsamer Umsturz, sondern ein Übergang in gewisser Weise. Wann ist das genau? Wann passiert das? Das ist 1919, August. August. August 1919. Was mich jetzt wahnsinnig interessiert, also und wie lange bleibt das? Wie lange ist die Räterepublik? Es sind 133 Tage, genau. Also der zweite Hälfte sozusagen von 1919. Mhm. Was denkt man in Wien über die Räterepublik in Ungarn? Die wird jetzt, ich meine, man muss ja bedenken, also Wien und Budapest waren bis vor 5 Minuten die Hauptstädte der Doppelmonarchie. Also Budapest ist unendlich nahe von Wien. Da sitzt jetzt in Wien zu der Zeitpunkt gibt es eine Konzentrationsregierung. Alle im Reichsrat vertretenen Parteien sind vertreten. Renner ist Kanzler. Das ist auch der Moment der sozialdemokratischen Reformen. Was denkt Renner über Budapest? Zuerst muss man sagen, Budapest und Wien sind nicht so unendlich nahe, wie du es jetzt annimmst, sondern seit 1867 haben sich durchaus politische Auseinanderentwicklungen abgezeichnet. Wir haben eine stärkere, wenn man will, Demokratisierung in den sogenannten im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern. Da gibt es demokratische Traditionen des Zusammenarbeitens, da gibt es Parteistrukturen, da gibt es also eine ausgeprägte Parteienlandschaft, die schon in vielen daran erinnert, wie in anderen Monarchien auch Parteienlandschaften entstehen. Das ist sehr viel stärker als in Budapest. Und dann hat man auf der anderen Seite natürlich auch in Wien Kommunisten. Ist ja ganz klar. Wir kennen auch am 12. November 1918 gibt es ja den Versuch, und es sind ja auch Leute dabei, die bei euch in der Ausstellung dann wahrscheinlich thematisiert werden, also Schriftsteller, die in der Zeit, Kiesch und andere, die eine Rolle spielen. Und da wird ja auch das Weiß aus der rot-weiß-roten Fahne rausgerissen, um zu sagen, wir sind noch nicht weit genug, wir wollen die Räterepublik. Es gibt die Roten Garden, es gibt die Versuche, das Ganze umzustürzen. Es gibt aber andererseits die austromarxistisch und das austromarxistisch deutschsprachig austromarxistisch, ich würde sagen großdeutsch austromarxistisch, wenn man bösartig ist für gewisse Leute, diese sozusagen austromarxistische Tradition, die in ihren Wording und ihrer Einbindung der Massen in der Lage ist, eine andere politische Kultur zu schaffen. Es gibt in Österreich Gegenden, wo man die Revolution weitertreibt, etwa die Obersteiermark. Da fährt Otto Bauer hin und rettet gegen die linksgerichteten Arbeiter der Obersteiermark das demokratische Modell Österreichs, weil eben sozusagen der Austromarxismus in seiner deutschsprachigen Ausprägung in der westlichen Hälfte der Monarchie, also in den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern, da sind die Tschechen etwa sehr stark mit dabei, aber viel weniger die Ungarn, einfach eine andere Tradition der politischen Kultur schon auf die Beine gestellt hat. Und das unterscheidet die beiden Länder doch gewaltig. Und man muss sagen, die Sozialdemokratie ist dann so stark prägend, dass die existierende kommunistische Partei niemals im Wiener Gemeinderat einen einzigen Sitz erreicht. Keinen Sitz im Parlament erreicht, weil die Sozialdemokratie
mir fällt da jetzt immer bösartigerweise die CDU in Bayern ein, bis vor kurzem, sagt, rechts, CSU, rechts von uns darf nichts sein. Und wenn die Sozialdemokratie sagt, links von uns darf nichts sein. Und das war natürlich auch ein hoher Preis in diesem Wording, der dann auch zum 15. Juli 27 führt, weil das Wording, die Sprache der Sozialdemokratie, links keinen Platz gelassen hat, war die Sprache immer radikaler als die Politik. Aber wenn man diese unterschiedlichen Kulturen sieht, dann versteht man auch, dass Budapest und Wien zwar sozusagen die Hauptstädte der Doppelmonarchie waren, aber in unterschiedlichen politischen Milieus. Wahnsinn. Oder? Siehst du das auch so? Ja. Schon, dass man das oder ist dein Budapest näher zu Wien? Dein Budapest näher bei Wien als meins? Nein, also auf keinen Fall. Also in Ungarn ist natürlich Habsburg auch seit 1848 in gewisser Weise auch als ein Feindbild letzten Endes betrachtet worden, selbst obwohl dann in der Doppelmonarchie dann natürlich Ungarn mehr Mitspracherecht hat und eine gewisse Gleichberechtigung da ist, aber dass sich Ungarn auch freiwillig von Österreich ablöst, dann beim Zerfall der Monarchie, obwohl es natürlich die Konsequenz weiß, dass Großungarn damit auch zerfällt, obwohl es sozusagen nicht in diesem Ausmaß ahnt, wie es passiert. Ich glaube, das ist dann auch, zeigt dann auch diese Konfliktlinien zwischen Wien und Budapest eigentlich sehr deutlich. Und man muss auch sagen, dass natürlich es für Österreich ein tendenziell Glücksfall war, dass in Budapest die Räterepublik existiert hat, während Österreich bei den Friedensverhandlungen in Saint-Germain war. Weil damit man ganz klar sagte, das einzige Land, gegen das Österreich auch territorial etwas gewinnen kann, das in Paris noch viel mehr gefürchtete Ungarn ist. Dass man also sagt, also wenn wir jetzt also Burgenland ist da ganz relevant. Also die ganze Burgenlandfrage entscheidet sich daran, dass man eben sagt, die Ungarn sind sozusagen jetzt unser gefährlichstes das Territorium, und wenn wir ein Cordon Sanitaire aufbauen wollen, dann muss man also Österreich gegenüber Ungarn stärken, denn Österreich ist näher dem System der Pariser Friedensverträge, als es Ungarn ist. Und Ungarn tragt daher das Trianon-Trauma ja sehr viel stärker als Österreich das Saint-Germain-Trauma. Man muss natürlich sagen, dass Österreich kein Saint-Germain-Trauma hat, ist 1945 entschieden worden, weil es dann sehr bequem war, sich auf Saint-Germain und auf die Kleinstaaterei beziehen zu können und sich verabschieden zu können aus diesen großartigen Verantwortungsdiskussionen, die man woanders führen musste. In Ungarn ist das Trianon-Trauma geblieben bis heute. Also, aber unabhängig davon hat Trianon Ungarn doch noch einmal härter getroffen als Saint-Germain Österreich. Und das hat natürlich mit der Räterepublik zu tun. Spannend. Das ist auch der Grund, warum eben auch der Karoy-Regierung oder auch der Räterepublik dann bis heute an und für sich die Verantwortung für die territorialen Verluste so stark zugeschrieben wird, weswegen dann auch wie in der ungarischen Erinnerungskultur teilweise eine Umschreibung feststellen können, wo man Statuen von Personen, wie Karoy zum Beispiel, entfernt, die vor dem Parlament gestanden sind und so weiter. Ist das, ich bin überhaupt kein Experte, vielleicht ist das ein Thema für Orbán? Redet Orbán über den Verlust von Großungarn? Ist das eine Rhetorik von der Wiederherstellung von Großungarn? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht das auch, also prinzipiell in der Gesellschaft natürlich ist es sehr stark verankert, schon angefangen mit den Schulbüchern. Also ich muss sagen, ich bin selber in Ungarn in die Schule gegangen und das war natürlich noch vor einigen Jahrzehnten. Und doch muss ich sagen, dass es also auch in der Zeit des Sozialismus dieses Trianon-Trauma noch hochgehalten wurde. Und das für mich als kleines Kind zum Beispiel ein Schock war, als ich gesehen habe, dass also im Geografieunterricht dann einen Blick in die Karte geworfen habe und gesehen habe, dass gewisse Städte, wo ganz große Schlachten geschlagen wurden, die für die ungarische Identität eigentlich ganz maßgeblich waren, nicht mehr in Ungarn lagen, sondern eben auf einmal zu Rumänien gehören oder zu anderen Staaten. Also das wird eigentlich in der Schule schon vermittelt und daher in der Gesellschaft sehr stark vorhanden. Und für Orbán lässt sich das natürlich sehr gut instrumentalisieren. Orbán ist ja nach Brüssel gefahren mit einer Torte in der Form von Großungarn beispielsweise. Ja, und man muss sich das vorstellen, man lernt im Schulunterricht in Ungarn, du wirst das erlebt haben, Regina, dass man sagt, Ungarn, Geografie ist ganz leicht, weil auf die Frage, woran grenzt Ungarn, sagt man nur an Ungarn. Weil rundherum Ungarn ist. Und bis zur Operette kommt mit nach Varasdin, solange noch die Rosen blühen. Das ist eben nicht rot-weiß-grün. Ja? Das ist eben nicht Ungarn. Ja? Also da hat Ungarn hat dieses wirklich dramatische Besetzung von dieser alten Idee von Großungarn. Und am Tag von Trianon sind die Fahnen auf Halbmast.
Wenn ich heute ein ungarisches Kind frage, was Trianon ist, das weiß, was Trianon ist. Wirklich? Wenn ich heute einen österreichischen Buben frage, was Saint-Germain ist, dann sagt er, ein Fußballverein, weil ihm überhaupt nichts anderes dazu einfallen kann, weil es jetzt keine Saint-Germain-Gedächtnis in der österreichischen Gedächtnislandschaft gibt. Das ist ja wunderbar ausgeführt, dass es alles mit 45 dann natürlich zusammenhängt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Klar. Gehen wir zurück zu diesem Moment, 1918 bis 1920. Ich meine, es ist erstaunlich, dass wir im Jahr 2018 über solche Dinge diskutieren, politisch, aber ich meine, was wir da assoziieren, was da passiert sind, sind Dinge wie 8-Stunden-Tag, wie sozusagen Sozialnetz und so weiter. Könnt ihr uns auseinandersetzen, wie sich das abgespielt hat? Also Renner ist Kanzler, okay, aber es ist eine Koalitionsregierung von allen Parteien. Haben die Konservativen damals einfach gesagt, ja, Sozialstaat klingt eigentlich gut, Pensionen, gute Idee, weniger Arbeit, taugt uns? Oder wie stelle ich mir das vor? Weil es ist ja dann, 1920 endet das alles, aber diese Reformen bleiben. Also es ist, bis 2018 sind sie geblieben. Vielleicht ganz kurz, Verena wird das vielleicht anders sehen. Das ist eben genau das wie die Sozialdemokratie agieren kann. Man hat ja noch die Arbeiterräte und man hat noch die Straße. Und man kann ständig sagen, wenn man das jetzt nicht durchbringt, und Ferdinand Hanusch hat das großartig gemacht, also auch mit seiner eigenen Biografie, Gerhard Butz, und die haben mal an sein Bändchen gemacht über Ferdinand Hanusch, der war ja ungeheuer geschickt sagen, wenn wir das jetzt nicht machen, dann kommt die Revolution. Es ist natürlich ein Instrument, das sich abschleift, und wenn ich das 100-mal gemacht habe, und wenn zum Schluss die Betriebsräte durchgesetzt sind, die Arbeiterräte ersetzen, dann drohe ich schon wesentlich schwerer mit der Revolution. Man hat also das ausnutzen können, dass man dieses revolutionäre Potenzial in Österreich hat. Es gleichzeitig weiß, die Sozialdemokratie kann es zügeln. Und die Sozialdemokratie sagt im Parlament, wir können das aber nur zügeln mit den sozialen Zugeständnissen. Dann sind die sozialen Zugeständnisse erkämpfbar. Dann ist das Gesetz des Handelns bei der Sozialdemokratie. Dann gibt es den 8-Stunden-Tag, dann gibt es die Urlaubsregelung, dann gibt es die Krankenversicherung für alle, dann gibt es alles dieses wunderbare Sozialwerk, dass das arme Österreich, wo fast alle hungern, an die Spitze der Sozialstaaten der Welt, sage ich ein bisschen vollmundig, nehme ich zurück, wenn man sagt, stimmt nicht, dass Neuseeland das eh, aber sozusagen deutlich an die Spitze der Sozialstaaten stellt, ohne dass die ökonomischen Voraussetzungen so wären, dass man es sich leisten kann. Aber es ist gelungen und es ist geblieben. Und es ist also tatsächlich mit einem Instrument durchgesetzt worden, das mit jedem wie ein Messer, mit jedem mal einschneiden stumpfer wird und am Ende so stumpf ist, dass es eben nicht mehr ernst genommen werden kann und dann 20 dazu führt, dass es sozusagen nicht mehr greift und damit also auch die Sozialdemokratie in der Defensive ist, aber dann eben gleichzeitig sagen kann, nein, dann machen wir unser Modell halt in diesem roten Wien. Wir nehmen Wien sozusagen aus dem ganzen Kontext der österreichischen Politik heraus und bauen ein Modell für eine moderne Großstadt. Und das ist Wien ja auch tatsächlich. So wurde Wien auch wahrgenommen. Also ich denke mir, gerade der amerikanische Diskurs hat relativ viel von Wien als Modell einer modernen Großstadt, der schwedische Diskurs, die haben das schon aufgegriffen, der Schweizer Diskurs nicht, aber ich muss sagen, so wenig die Schweizer zur österreichischen Geschichte wissen, wollen wir Schweizer Geschichte abprüfen, Herr Herrinnen? Ich glaube, es wird inklusive mir alle durchfallen, weil das ist bei uns kein Thema. Gell? Ja? Sehr interessant. Ich möchte noch. Das ist so alles so spannend, aber wir haben gesagt, also bei jedem Jahrzehnt wollen wir die ganz großen Events ein bisschen diskutieren. Und es ist natürlich schon gekommen. Also in meinem Denken über dieses Jahrzehnt ist natürlich 27 und der Justizpalastbrand ganz, ganz, ganz zentral. Und jetzt würde ich euch fragen, was ist eure historiografische Einschätzung? Ich kenne Interpretationen, die gehen so davon aus, das ist der Anfang des Endes. Also sozusagen 34 beginnt schon eigentlich 27. Aber ich kenne auch Interpretationen, die sagen, naja, eigentlich ist es ja relativ lang noch weitergegangen und 27 war gar nicht so konstitutiv und die Weltwirtschaftskrise war viel, viel größeres Problem. Was ist deine Einschätzung von Justizpalast Brandt? Was bedeutet er für die Wien und die österreichische Geschichte? Also prinzipiell glaube ich, dass Gerhard Botz diese Frage am allerbesten beantworten könnte. Aber der ist jetzt nicht auf der Bühne, der kommt nächste Stunde dran, da können wir dann weitermachen. Ich denke, also es kommt immer darauf an, ob man Österreich aus einer nationalen Perspektive anschaut oder aus einer internationalen. Und wenn man ein bisschen, also sozusagen einen europäischen Vergleich Österreich betrachtet, dann muss man sagen, dass eigentlich die demokratische Staatsform im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sich relativ lange letzten Endes halten kann.
in Italien oder in Ungarn zum Beispiel ist der Umsturz sozusagen ein autoritäres Regime, findet eben einfach schon viel früher statt. Sicherlich ist der Justizpalastbrand und die gewaltvollen Auseinandersetzungen rundherum in gewisser Weise schon ein Zeichen für dieses für die Problematik, die mit dieser Lagerbildung zu tun hat, ersichtlich und die letzten Endes dann auch zum Bürgerkrieg letzten Endes führt. Also ich würde schon meinen, dass es in gewisser Weise hier eine Kontinuität zu sehen ist, aber wenn man die statistischen, quantitativen Ergebnisse von Gerhard Botz anschaut, dann sieht man, dass die Anzahl der Gewaltopfer in den Jahren zuvor oder auch in den Jahren danach jetzt nicht so stark ausschlagen. Also natürlich beim Justizpalastbrand sterben 89 Menschen, aber dennoch ist es nur ein kleiner Peak, wo sich nachher dann in gewisser Weise für eine Zeit lang zumindest alles noch beruhigen kann. Siehst du es ähnlich? Bin ich auch nicht hundertprozentig, aber 90%ig dieser Ansicht. Dann fokussieren wir auf die 10%. Ich beziehe mich auf die 10%. Das heißt, die Sozialdemokratie ist im 27er Jahr keine homogene Bewegung. Wir haben unterschiedliche ideologische Fraktionen, auch in Wien, auch im Parteiverstand, also auch auf der österreichischen Ebene, nicht nur auf die Provinz, Hauptstadt- und Provinzdiskussion ausgerichtet. Wir haben Karl Renner, der noch 1929 defensiv konstruktiv in den Verhandlungen der Verfassungsänderung mitarbeitet, also die dann die Verfassung in der heutigen Gültigkeit vereinbart. Das heißt, das ist die Kelsen'sche Verfassung in der Form von 1929, wie sie dann 1945 wieder in Kraft gesetzt wurde. Wir haben eigentlich bis zum März 33 noch die Möglichkeit, dass es im Parlament konstruktive Miteinanderformen in der einen oder anderen Weise gegeben hat. 27 ist aber natürlich ein Fanal, weil es so gewaltig einschlägt in diese Republik und für uns natürlich in der Erinnerungskultur noch einmal dadurch überhöht, dass Elias Canetti beispielsweise, also dass die dieses Jahr in einer Art und Weise auch zum Symbol gemacht hat, dass er sozusagen, dass die Masse etwas ist in der Politik, was die einmal losgelassen sozusagen zum unsteuerbaren Instrument wird. Das heißt also, 27 ist für mich ein Ort Meteor, der einschlägt, der das politische Klima aber zwischen, sagen wir, 26 und 28 nicht wirklich entscheidend verändert. Entscheidend verändert ist dann natürlich die Weltwirtschaftskrise und entscheidend verändert ist für mich 33. Also man muss nicht 34 nehmen, den Bürgerkrieg, sondern muss 33 nehmen. Aber bis dorthin, also auch die ökonomischen Krisen noch der ersten zwei 30er Jahre lassen noch eine gewisse Tür oder zumindest ein Fenster offen, das Miteinander in dieser Republik. Und es ist schon erstaunlich, und da hat die Regierung gesagt, dass sich in Österreich gerade eben dadurch, dass die Sozialdemokratie sich auch in Opposition teilweise konstruktiv einbringt, dass der Weg hinaus aus der Demokratie später stattfindet als mit Ausnahme der Tschechoslowakei, als in den meisten vergleichbaren Staaten vom Baltikum bis nach Jugoslawien. Ja, absolut ein Thema, das wir in der nächsten Stunde dann auch haben werden. Ich möchte euch eine letzte Frage stellen, dann machen wir auf für Fragen oder Beiträge vom Publikum. Die Metafrage, die reflexive Frage. Ich möchte bei dir beginnen, Helmut. Hast du eigentlich dissertiert über das Rote Wien? Nein. Wann hast du begonnen, über das Rote Wien zu arbeiten? Im vorigen Jahrtausend irgendwann einmal. Naja, das haben wir alle gewusst. Aber oder, gut, wenn du dich nicht outen willst in dem Sinn, aber warum? Also was war deine intellektuelle Beweggrund? Hast du dich gesehen als jemand, der das Rote Wien wiederbeleben will oder die Errungenschaften? Oder was war die Motivation? Wir wählen ja unsere Themen nicht. Gut, früher hat man einfach ein Thema bekommen vom Betreuer, aber... Nein, das Faszinosum ist der Austromarxismus. Okay. Das Faszinosum ist die Theorie, das Faszinosum ist das, wie stellt man sich das tatsächlich vor? Vielleicht auch tatsächlich schön aufgehängt an diesem, wie kann man sich auch anmaßen, neue Menschen zu bilden? Ja? Ich finde das ja nicht nur als positives Zukunftsvision, sondern wie kann ich glauben, dass es gelingt, sozusagen jetzt sozusagen ein gewisses Konzept, das Verständnis, das Miteinander
an Menschen weiterzugeben. Und der Austromarxismus hat da ein paar schöne Ansätze. Luitpold Stern ist ja sozusagen ein manchmal fast naiver Apologet des Ganzen, aber die Theorie dahinter ist also wahnsinnig spannend, wenn man die Kulturpolitik anschaut, wenn man die Vorstellung dieser Arbeiter-Symphoniekonzerte und solcher Sachen. Das ist das, was das Faszinosum für mich war. Wie kann man sozusagen eine Idee, die man hat, die gleichzeitig aufbaut auf einer sozusagen Übernahme der historischen Errungenschaften in ihrer Gesamtheit, also nicht einfach Bruch und so wie im Maoismus oder ich trau keinem über 30 und so Dummheiten, sondern das ganze Kulturerbe der Monarchie aufgreift und gleichzeitig sagt, das wird jetzt demokratisiert und für alle Menschen auf und zugänglich gemacht. Das hat sowas Faszinierendes. Also ich komme eher von der utopischen Ideen des Austromarxismus her, als von der konkreten Wohnpolitik oder was immer, was natürlich auch ganz wesentlich ist. Spannend. Regina, wie ist es für dich? Was ist die Faszination dieses Jahrzehnts? Für mich ist die Faszination sicherlich der Vergleich zwischen Ungarn und Österreich und eben die Friedensverträge, die daraus erwachsenen Konsequenzen, die in den beiden Ländern so ganz unterschiedlich erlebt werden. Und es wurde eben schon angesprochen, sicherlich nochmal 45 in Österreich überschrieben. Aber dennoch wird Trianon, wie schon erwähnt, eben auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Grenzen in Ungarn als ein nationales Trauma eben empfunden, erlebt, und das Thema Revisionismus steht dann an und für sich sehr stark im Vordergrund, der letzten Endes die Politik der Zwischenkriegszeit letzten Endes sehr stark prägt und eben auch dazu führt, dass Ungarn in den Zweiten Weltkrieg auf Seiten des Deutschen Reiches eintritt und auch antisemitische Judengesetze zum Beispiel auf Beispiel von Deutschland einführt und so weiter. Und mich interessiert dann in gewisser Weise auch, wie es im Vergleich dazu in Österreich das alles erlebt und empfunden wurde. Warum zum Beispiel hier eben gerade diese revisionistischen Gedanken letzten Endes relativ klein blieben, relativ klein gehalten wurden. Dieser Anschlussgedanke an ein größeres Deutschland, aufgelebt ist, auch in gewisser Weise als Unterordnung, also bereit zu einer gewissen Unterordnung, obwohl man davor eben der Mittelpunkt eines großen Reiches war. Also das finde ich eigentlich sehr spannend aus mentalitätsgeschichtlicher Perspektive auch und ist sicherlich in einer größeren historischen Tradition auch oder also Kontinuität auch zu sehen, eben mit dem deutsch-preußischen, also preußisch-österreichischen Krieg, muss man damit bedenken und eben den Ausstoß sozusagen Österreichs aus dem Deutschen Bund und dem Versuch, hier zurückzukehren. Ich glaube, das ist ganz interessant, also wenn man gerade diese beiden Länder, die letzten Endes zu den großen Verlierern des Ersten Weltkrieges geführt haben, wenn man den Vergleich anschaut, und das ist das, was mich da interessiert an dem Thema. Wirklich spannend. Ich danke euch einmal und ich würde jetzt unser Publikum einladen, mitzudiskutieren, und Werner, Gerhard, ja, der Gerhard sitzt ja eh am Podium in der nächsten Stunde, er hat schon aufgezeigt, okay. Er muss mich sehen. Naja, sicher, aber ich werde indirekt, nur nicht direkt, also vorgreifen, Frage des neuen Menschen, dieses Konzept, dieses Bild. Es ist ein unglaublich umfassendes Konzept. Wie weit geht es zurück? Wo gibt es das noch? Wie lange dauert das an? Eine zentrale Frage, die weit über die nächste Dekade hinausgreift. Wunderbare Frage. Die Geschichte des neuen Menschen und die Wiener Aspekte davon. War das die ernsthafte Antwort oder ist das war Frage. An wen von uns? Regina? An mich? Nein, das Konzept des neuen Menschen ist ja tatsächlich nicht mit dem Austromarxismus schon entstanden. Der erste austromarxistische Diskurs war ja der Nationsdiskurs, weil die Frage, was ist die nationale Frage, wie regle ich das Zusammenleben in der Monarchie? Der neue Menschdiskurs ist relativ jung und ist ein Wiener Diskurs, ist innerhalb der Sozialdemokratie ein roter Wien-Diskurs und nicht ein Diskurs, der in Graz oder in Linz oder sonst irgendwo stattfindet. Er ist ein Diskurs der Sowjetunion,
zeitgleich oder wenn du willst früher von 17, na eigentlich auch nicht, eigentlich auch erst noch, also ich würde sagen, setzt ungefähr auch in den frühen 20er Jahren ein, nicht gleich mit der Oktoberrevolution. Es ist ein Diskurs, wie kann man in einer veränderten Gesellschaft veränderte Menschen heranziehen, und der ist dann in den späten 40er, frühen 50er Jahren ein chinesischer Diskurs. Es ist kein österreichischer Diskurs nach 1934. Also eigentlich meines Erachtens weg, es ist auch kein schwedischer Diskurs. Schweden machen Sozialstaat, formen aber sozusagen die Menschen in ihrer Gesamtheit nicht um. Wir haben beide, sind beide sozialisiert im gleichen Zimmer eines Instituts, 10 Jahre lang mit Gerhard Botz ein Zimmer geteilt, was eine Lebenserfahrung ist, eine prägende Lebenserfahrung für mich war. Aber bei Karl Stadler. Und Karl Stadler und Regina Stadler sind sozusagen ein Ehepaar, die diesen neuen Menschentypus gelebt haben. Der Karl Stadler hat in seinen Tagebüchern geschrieben, er weiß nicht, ob er mit der Regina zusammenbleiben kann, weil die Regina ein Zuckerl mit Alkoholfüllung gegessen hat. Man muss sich das vorstellen. Das heißt, das Konzept des neuen Menschen hat so weit gegriffen, dass man es bis in diese Fragen, du darfst das nicht, also mit Alkohol, mit Sexualität und so weiter, in eine Reglementierung, und die ist von der intellektuellen Generation, die aus dem VSM, aus der Studentenbewegung rausgekommen ist, aufgegriffen worden. War natürlich in der breiten Masse nicht vermittelbar. So, wenn ich in Wien im Gemeindebau gehe, sage, ihr dürft keine Zuckerl essen, die Rumfüllung, keine Rumkugel lutschen oder irgendwas, da haben sie gesagt, bist verrückt. Das heißt, das neue Menschendiskurs war was relativ Elitäres. Aber meines Erachtens ist das aus, mit dem Februar 34 ist diese Form von Diskurs aus. Ja. Der Gerhard glaubt es nicht, aber ich glaube schon. Nein, das machen wir nicht. Nur als Assoziation, weil natürlich in die Geschichte des Zionismus ist auch, und natürlich, das ist ja sehr, sehr verquickt, also eine vollkommen der neue, es geht um den neuen Menschen. Also die Leute damals, hast schon mal hier gebildet haben genau das gleiche. Max Nordau. Ja, kommen ja aus dieser Sozialisation. So, jetzt will ich vom Werner hören, weil du machst gerade unsere große Ausstellung zu diesem Thema. Kannst du uns ein bisschen umreißen, was für dich die zentralen Themen sind und wie die großen Themen, die wir hier gehabt haben, zum Beispiel Ungarn, wirklich sehr, sehr spannend, ob das relevant ist auch in deinem Denken? Nein, ich würde jetzt, glaube ich, ganz gerne beim Helmut Konrad anschließen. Natürlich, das für mich auch Faszinierendste ist natürlich der Versuch, diese Bildungsgüter, das Wissen zu demokratisieren. Also ganz zentral für uns wird zum Beispiel Otto Neurath sein. Also mit dem Versuch, quasi ein visuelles Medium zu entwickeln, mit dem man quasi Tatsachen und Zusammenhänge quasi an alle vermitteln kann. Also das ist wirklich, und das geht weiter. Also Neurath ist sicher einer der größten Exportgüter, zum Beispiel des Roten Wien. Das wird aufgegriffen quasi in der ganzen Welt, quasi wie kann man Zusammenhänge darstellen. Und das kommt natürlich, wenn man so will, aus dem Roten Wien und diesen Vorstellungen des neuen Menschen, die man bilden möchte. Und ja, also das wird zum Beispiel eine große Frage sein. Zum Beispiel viele Fotos in unserer Sammlung beziehen sich auf Neurath. Ja? Wir haben uns ja immer gefragt, warum haben wir so viele Fotos in der Sammlung? Ja? Und diese Fotos stehen unmittelbar im Kontext eigentlich dieser Vermittlung der Gemeindebauten, dieser sozialen Errungenschaften etc. Also das ist zum Beispiel ein faszinierender Aspekt, glaube ich, des Roten Wien. Wie kann man quasi demokratisieren? Wie kann man die Bildungsgüter demokratisieren? Wie kann man sie verbreiten? Wie kann man sie eben vermitteln? Und was können wir tun, damit die Schweizer das auch interessant finden? Ja, das stimmt gar nicht ganz, dass die Schweizer Wien nicht interessant fanden. Sie fanden es ja wohl interessant. Zum Beispiel in der Bildungspolitik ist die Schweiz, sind viele Schweizer Bildungsreformer, denn das, was vielleicht auch noch interessant ist, aber ich will nicht zu viel reden, ist eben diese Verbindung des Roten Wien, der Sozialisten mit progressiven Intellektuellen. Das geht natürlich auf die Zeit vor 1914 zurück. Also Wiener Kreis ist ja schon gefallen als Stichwort, oder eben der Versuch mit den Bildungsreformen. Da gibt es ja ganz enge Verbindungen mit den progressiven bürgerlichen Bildungsreformen. Also die Idee der gemeinsamen Schule ist nicht etwas, was zwingenderweise das Rote Wien allein sich quasi zuschreiben kann. Und da gibt es zum Beispiel eine sehr interessante Perspektive aus der Schweiz. Die sagen also quasi, es gibt keine, also wichtige Bildungsreformen der Schweiz sagen, dass quasi Wien ein Vorbild ist. Ja. Und also in der Schweiz, das waren keine linken Bildungsreformen, das waren bürgerliche. Das sind progressive Vorstellungen, dass man einfach sagt, vor allem nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, es muss in der Bildung was ganz anderes sein. Also diese Idee des neuen Menschen ist zwar quasi eine sozialistische Idee, aber dass etwas anders sein muss, dass man quasi aufhören muss mit einer autoritären Belehrung der Kinder, dass man das ganze System verändern muss, dass man die Schulbänke zum Beispiel plötzlich beweglich macht, um ein neues Verhältnis von Schülern und Lehrern zu entwickeln. Das ist ein sehr relativ breites, auch unter progressiven bürgerlichen Denkern, ja, verbreitetes Denken. Also so gesehen gibt es sehr viele enge Verbindungen, und die Schweizer sind sehr wohl sehr interessiert, zum Beispiel am Wohnbauprogramm, und sagen,
sind aber eher quasi auf der Gartenstadt-Idee, also auf diesen Siedlungsideen versus dieser großen Mehrgeschossbauten. Aber die Schweiz sind schon interessiert, also muss man jetzt zumindest zugestehen. Natürlich, also was ich gemeint habe, ist, es geht um den derzeitigen Diskurs. Aber ich denke, wenn man diese Linien zieht in die Schweiz, werden sich auch die Schweizer Studierenden für die Ausstellung interessieren. Na bitte. Aber was man schon sagen muss, die Schulreform von damals, die Diskussion, Glöckl war ja das Feindbild. Das Feindbild der Nichtsozialisten quer durch die Bank, weil Glöckl nimmt uns das Kreuz aus der Schule, das heißt Glöckl säkularisiert das Schulwesen, Glöckl macht alles ganz anders, Glöckl stellt die Familienautoritäten in Frage und so weiter. Er bleibt also das zentrale Feindbild. Und ich bin ganz bei dir. Neurath hat natürlich die größte optische Umsetzungsqualität von dem Ganzen entwickelt und ist das Exportgut, das man ihm sagen kann. Wie funktioniert das? Mich fasziniert am meisten, weil wir da gegenüber sitzen und weil meine Frau heute am Abend drinnen sitzt, ist, dass im Musikverein plötzlich also die Arbeiter, die Kutscher mit den Stiefeln reingehen und sich dann also Gustav Mahler anhören. Ja? Das ist also der Versuch, zu sagen, wir haben so viele solche Bildungstraditionen und wir werfen sie nicht weg, wie es im Maoismus war, wenn man dann sagt, wir zerstören die Kultur, sondern wir demokratisieren sie, wir machen sie für alle auf. Und das ist schon ein Faszinosum dieser Ideen dieses Jahrzehnts. Total. Gibt es eine letzte Wortmeldung, bevor wir in eine Pause gehen? Dann bedanke ich mich und ich hoffe, dass viele von Ihnen bleiben werden. Ich kann Ihnen wärmstens empfehlen, den Café da drüben. Es ist nämlich der beste Café in Wien, sagt nicht ich, sondern sagt der Falter. Und eine Werbeentschaltung? Ja, absolut. Ja, es geht weiter in einer halben Stunde mit 1928 bis 1938 und einem neuen Objekt, das dann zeremoniell enthüllt werden wird. Vielen, vielen Dank, Regina, vielen, vielen Dank, Helmut, und vielen Dank für Ihr Beisein.